Ich bin Sinan. Ich war vor einem guten Jahr bei Terratech für 3 Monate, habe da ein freiwilliges Praktikum gemacht in der Projektabteilung mit Frank und Leonie und habe natürlich auch den ganzen Rest des Teams kennengelernt. Ich war nach dem Abi und nach ein bisschen Reisen planlos, aber hatte das Gefühl, dass mich Entwicklungszusammenarbeit interessiert. Und wollte dann eben mal nicht nur vor Ort irgendwie in einem Projekt erfahren und das miterleben, sondern auch mal sehen, wie das in der Organisation, die das koordiniert und organisiert, abläuft. Bin dann irgendwie bei Terratech gelandet, weil es gar nicht so einfach war, ein Praktikum zu finden ohne Qualifizierung. Habe aber bei Terratech die Möglichkeit bekommen und war vom ersten Mal, wo ich zufällig auf die Internetseite gestoßen bin, überrascht, wie so ein überschaubares Team von Mitarbeiterinnen eben so verschiedene und viele Projekte eben in verschiedenen Bereichen gestemmt bekommt und koordiniert bekommt. Ich glaube, das war aber auch mein Glück, dass das nicht so ein riesiges Büro war. Ich wurde schnell integriert, mir wurden schnell Aufgaben auch an die Hand gegeben, die ich selbstständig machen durfte, auch Einblick in die Öffentlichkeitsabteilung bekommen, war bei einem Pressetermin von den Adventskalendern, unter anderem aber auch bei der Weihnachtsfeier und Projektberichte, Projektanträge durfte ich mit durchgehen oder auch schreiben sogar und Bildungsarbeit habe ich mit dem Chris auch mal gemacht, da waren wir in der Schule und haben dort Schülern eben über Entwicklungszusammenarbeit und Terratech was erzählt. Also ein ziemlich vielseitiger Einblick, den ich da bekommen habe, von dem ich auch sehr profitiert habe, würde ich sagen. Was mir auch hängen geblieben ist, eben dieser Blick auf dieses schwierige Feld und auch darauf, wie schwierig es ist, das zu organisieren, das zu koordinieren, der ganze Papierkram und die Formulare, aber besonders wie wichtig es ist, mit der Partnerorganisation vor Ort eben zusammenzuarbeiten und gemeinsam auf das Beste, irgendwie auf die beste Durchführungsart zu kommen von den Projekten. Also das ist mir hängen geblieben und das hat mir so einen neuen Blickwinkel gegeben, alles, mit dem ich natürlich jetzt, wenn ich irgendwas sehe, aber auch im Studium, mich mit den Themen beschäftige. Ich bin jetzt in Schweden und studiere hier internationale soziale Arbeit mit der Hoffnung, auch später in den Bereich der Entwicklungszusammenarbeit zu gehen. Also da hat mich das Praktikum auf jeden Fall weitergebracht. Ich wünsche dem ganzen Team alles Gute und hoffe, wir sehen uns nochmal nach Corona auf einen Kaffee oder so. Ciao. 35 Jahre Terratech. Deine Spende ist das schönste Geschenk.